So, dann warte mal, hier kamen wir an. Dann laufen wir jetzt hier lang. Wo war der andere Eingang? Eigentlich war da nichts zu übersehen. Hier. Jo, dann gehen wir mal ganz tief nach unten, würde ich sagen. Ein Weg raus, ein Tief, ein Weg rein. Ich entscheide mich mal für den Weg, der mir nicht so gefällt. Mit der Musik. Oh Gott. Siehst du diese Warnung? Geh nicht weiter. Siehst du diese Warnung? Ist unser Ritual fehlgeschlagen. Siehst du diese Warnung? Bleibt das Seemonster-Tor verschlossen? Seemonster-Tor? Seemonster-Tor? Das ist eine gute Idee, war hier reinzugehen. Was? Warum läuft hier was rum? Was? Nein. Ach komm schon. Scheiße. Jetzt weiß ich ja, warum wir rennen können. Puh, okay. Wir sind ein großes Mädchen. Großes Mädchen. Das ist tatsächlich jemand. Aber wie komme ich denn an dem vorbei? Soll ich einfach von dem davonlaufen? Der geht da nicht weg. Ach du Scheiße. Oh Gott, das ist ja super weird. Wow. Wow. Oh, ich habe was gehört. Ihh, der macht ganz ekelhafte Geräusche. Die Frage ist, wo soll ich hier hin? Das ist voll riesig. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Kann mich gar nicht richtig umgucken. Jetzt bin ich im Kreis gelaufen, oder? Ah ja. Ein Doda. Das ist nicht so gut. Wie viele Tote gibt's hier? Da ist ein Toter, den würde ich gerne noch aufheben gleich. Hilfe! Hilfe! Verschwindet der eigentlich dann?
Boah, Gott, der mit seiner Quietschelampe, das finde ich aber nicht so geil. Boah, dieses Licht ist so hell. Wohin? Oh shit. Er ist nicht tot, der ewig liegt. Der Gott der Unterzeiten hat die Zeit besiegt. Lass öffnen und das alte Tor und schleifen, während des Wächters Blicke in die Ferne schweifen. Ruft unseren Gott, den einzig wahren. Er, der nicht sollte sein, trägt seinen Namen. Oh, ich renne hier einfach mal hoch. So, weg von diesem komischen Vieh. Drei. Wie viele muss ich denn finden? Wie viele Tote gibt es denn? Okay, wie sind die denn? Da sehen die ekelhaft aus. Wie viele Zeichen brauchen wir denn? Was haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Zeichen. Und warum ist das zu lesen? Z. Packt ihr die automatisch da drauf? Warte mal, wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Es sind aber 7 Reihen. Oder zählt die letzte Reihe nicht? Weil dann steht der hier nämlich schon auf dem Zeichen unten. Dann steht der auf dem. Ich glaube, aber wir haben noch nicht alle. Das steht auf so einem komischen Schnucke darauf. Und der ist auf dem Z. Oder ist das oben? Warte mal, wir haben Z, dann ist das. Nee. Oder? Das ist ja hier ein. So. Dann kommt das und dann kommt das. Theoretisch. Machen wir hier diesen Schnörkel hin? Oder ein G, ich weiß ja nicht. Das sieht aus wie so ein. Was ist das hier? Ja, das ist das. Okay, wie komme ich hier wieder raus? Oh, so nicht. Ich würde gerne loslassen. Kann ich hier raus irgendwie wieder? Ich weiß auch nicht so richtig. Das sind nämlich hier sind 7 Reihen. Zieht jetzt da das oberste als Z? Oder wie ist das zu lesen? Das ist so ein bisschen. Ich würde gerne das. Ich weiß nicht, wie wir rauskommen wieder.
Hallo? Ich kann zwar das Tor bedienen, aber... Ach hier. Ach Gott. Okay, warte mal. Weil so wie ich das hier sehe, wäre das hier für mich das Erste. Oder ist das hier das Erste? Der Kreis. Ja, Fakt ist, anscheinend fehlen hier noch ein paar Sachen. Das ist ja nicht so gut. Dass hier jemand rumläuft, ist irgendwie nicht geiler. Bisschen Tote finden. Kriegen das hin. Und 2, 3, 4. Okay, ich glaube, die letzte Reihe zählt nicht, ne? Oder zählt auch die letzte Reihe? Ich würde das zumindest schon mal einstellen. Jetzt fangen wir mal von unten an. Sagen wir mal, hier ist ein Z. Hier ist ein Z. So, dann kommt als nächstes dieses komische Zeichen, das habe ich. Dann kommt dieser Kreis, der sieht aus wie ein G. Das hier. Dann ist ein Z. Theoretisch ist da dann ein I. Aber irgendwie sieht das falsch aus, oder? Ist... Ich weiß nicht, ab wann die Reihe losgeht. Wie kann man das lesen, ist jetzt die Frage. Wir haben hier 4. 2, 3, 4. Das sind halt 7 Reihen, ne? Oder fängt das O mit Z an? Und dann hier dieses. Das hier, das E, das hier und dann Z. Machen wir mal so rum. So, Z. Aber das sieht irgendwie auch falsch aus. Oder? Das sieht irgendwie nicht richtig aus. Was hatte ich denn? Dem G kam dieses I. Weißt du was? Ich glaube, das fängt mit dem hier an. Weil das hier ein Pentagramm ist.
Ich fange mal mit dem E an. E. Dann ein Z. Ups, halt. Z. Dann dieses Schnörkelding hier. Falls es überhaupt richtig ist, was ich hier mache. Dann das. Das sieht so falsch aus. Ich weiß auch nicht mehr, wie dieses komische Monster hieß. Ich glaube, uns fehlen aber immer noch eine Leiche. Wir haben vier. Oder fängt das mit Z an dann? Ach, keine Ahnung. So, wir laufen jetzt nochmal los. Schauen wir mal. Ich werde nicht von diesem Typ gefressen werden oder gesnackt oder keine Ahnung.